Oh Gott! So, ihr kleinen Becher, ich wurde gestochen. Ah! 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 Herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Die knall ich weg, Alter. Komm her, du. Zack! Das ging leichter als gedacht, irgendwie. Okay, ja, wir haben jetzt hier eine kleine Blutfliege, wo nichts zu holen ist, sagt er mir, der Klaus. Oh, komm her, du Schnäpfe. Und Schuss. Jo, vielleicht soll ich doch auf Geschicklichkeit gehen. Die Abstimmung sieht ultra nach Magie aus. Wer ist Greg? Den kenne ich. Greg? Greg! Greg! Hey du, komm mal her. Komm mal her. Unterwegs in die Stadt? Läuft. Wer beschäftigt noch dazu? Das ist ein Hamburger. Du siehst mir wie ein schlaues Kerlchen aus. Ich schätze, du wirst es nochmal sehr weit bringen. Dir macht doch bestimmt keiner was vor. Sowas erkenne ich sofort. Ja, danke. Sag mal. Du wirst dir doch bestimmt ein paar Goldstücke verdienen, nicht wahr? Oh. Versteckst du dich vor jemandem? Siehst du jemanden, der Goldstücke? Das ist Gefasel. Sag mir, was du willst. Das ist gut. Halt die Backen. Lass das Gefasel. Sag mir, was du willst. Oh, ich mach mal Siehst hier du? Den hier. Genau das meine ich. Ist Nur mit schönen Worten allein kann man bei dir nichts werden. So ist es. Ich habe es gleich gewusst. Ich habe es hier knallharter mit einem Geschäftsmann. Oh, Junge, der weiß, mit wem er redet. Du bist doch ein Geschäftsmann und hast bestimmt Interesse an einer kleinen Aufbesserung deines Geldbeutels, oder? Klar, ich bin Herrn auf Blatt. So. Ja, warum nicht? Obwohl, vielleicht nochmal der hier. Versteckst du dich vor jemandem? Er ist Ach, ein Pirat, was? Ey. So ein Unsinn. Ich stehe nur gerne zwischen den Bäumen, damit mir der Wind nicht direkt ins Gesicht weht. Naja, aber was ist jetzt mit dir? Willst du den Job? Ja, Mann, komm. Warum nicht? Lass du musst es einem unwissenden alten Seemann schon nachsehen. Ich bin fremd in dieser Gegend hier und kenne mich noch nicht so gut mit den hier herrschenden Regeln aus. Alte Backen jetzt. So musste ich schmerzlich erfahren, dass man als fremder Reisender in der Hafenstadt nicht willkommen ist. Nun stehe ich hier und bin völlig ratlos, wie ich in die Stadt kommen soll. Ich habe äußerst wichtige Geschäfte zu erledigen und meine Auftraggeber dulden keinen Aufschub, verstehst du? Du wirst mir doch sicher helfen, meinen Weg zu finden, an den Stadtwachen vorbeizukommen. Hab ich recht? Gar kein Problem, Junge. Gar kein Problem. Ich verstehe so Leute wie du. Wegen der Stadtwachen. So, hier. Ja? Schon eine Idee? Easy. Versuch's mal mit... Wie wär's mit Bestechung? Ich muss rüber. Hier, Bauernkleidung. Aber wie komme ich dann rein? Ich komme schon irgendwie rein. Mit dieser Bauernkleidung hier sollten sie dich vorbeilassen. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Mensch, ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Gar kein Problem, Getarnt Digga. Als einheimischer Bauerntölpel wird mich hier niemand mehr behelligen. Mit Augenklappe. Ausgezeichnet. Das hast du wirklich gut gemacht. Hier hast du deine versprochene Belohnung. Was denn? 50 läppische Goldmünzen? What the fuck? Das Ding allein schon hat 30 gekostet. Gold ist nicht alles, mein Freund. Nimm sie erstmal. Ich habe so das Gefühl, dass wir uns bald wieder begegnen werden. Oh, ich investiere in Piraten. Vielleicht werde ich mich nochmal revanchieren. Mach's gut. Ja, vielleicht ist er nachher im Ring der Scheiße hier. Dann profitiere ich dadurch. Versteht er? So, jetzt gehe ich nochmal zu Kavalor und lass mir den Zettel geben. Dann komme ich auch rein. Er hat ja zwar was gut bei mir, aber dafür habe ich was gut beim Piraten. Und beim Piraten ist er wohl übel viel wertvoller, was gut zu haben, als beim Händler. Als wenn Händler was bei dir gut... Versteht ihr? Oh, moin. Scheiße! Zeig mir, such dir. Ja, der hat keinen Bock mehr. Von. Ach du Kacke, wie viel Geld habe ich mit Bestechung? 255, alter Fuck. Okay, ich habe eventuell einen Plan. Eventuell habe ich einen Plan. Man könnte versuchen, außen rum zu gehen und dann übers Meer in die Stadt zu kommen. Also hier vorne komme ich nur mit Bestechung rein, aber ich glaube, die wollen irgendwie bestimmt 500 Tacken oder so. Und das kann ich nicht aufbringen. Ich könnte aber auch versuchen, die Stadt zu umgehen. Das hätte ich mir vielleicht vorher überlegen sollen. Naja. Ja, dann tue ich dies. Also hier komme ich nicht rein. Oh, hier ist eine Pflanze. Schön. Pflanze! Pflanzt Gold! Liegt Gold rum im Kanal hier. Okay, dann probiere ich das einfach. Das ist rostiges Schwert. Wie gut ist denn das hier? Da habe ich nicht genug Power für. Ja, ich probiere es jetzt einfach. Außen rumgehen und dann irgendwie rein. Versteht ihr? Aber das Ding ist, schmeißen die mich dann nicht wieder raus? Aber ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, man ist dann tatsächlich so in der Stadt. Dann wird man einfach Lehrling schnell.
Und dann... Wow! Okay, wie gut sind die? Schaffe ich die? Schaffe ich die? Nein, schaffe ich nicht. Ha! 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 Alter, da liegt übel viel Zeug. Ich komme wieder. Okay, bin weg. Ich muss mal speichern, ey, bevor hier jetzt noch ein Unglück passiert. Ne? Penis. So ein Heiltrank. Und dann versuche ich die jetzt mit dem Bogen auszuschalten. Ich habe 2 Pfeile. Oh, visier die hier vorne an! Tu es, du Affe! Ah. Shit. Okay, jetzt noch eine. Komm, die schaffe ich. Alter, ich habe gar keine Reichweite mit dem kleinen Scheißmesser. Ah, fuck. Alter, ich lieg unter der hässlichen Scheiß und die knabbert an meinen Socken. Geil. Geil. Aber der hat einfach die vordere nicht anvisiert. Die Scheiße hier mit der Scheiße. Oh, ich muss Heiltrank nehmen. Ich habe 2 Pfeile. Damit kann ich theoretisch, ich kann es schaffen. Jetzt sind die... Ach, da hinten. Wow, die sind ja richtig schnell, richtig weit weg gekommen. Hier ist eine Säge, Schürhaken, silberner Ring. Der ist viel wert. Also verhältnismäßig. Hammer. Hammer. Wie du dich bewegst in deinem Outfit. Hammer. Einzigartig, unglaublich. Hammer. Egal, übertrieben. Hammer bist. Du bist H-A-Doppel-M-E-R, Hammer, yeah. Überhammer, geil. Oh. Hammer. Ich schwöre, Bro, ist so Hammer hier. Gut. Dann gehen wir jetzt weiter. Irgendwie sind die jetzt wieder abgehauen. Die kleinen Ratten, du. Ja. Heilpflanze. Heilpflanze, lol. So. Komme ich hier runter? Ja, ich glaube... Ich glaube, ich bin... ich habe voll den Plan, Leute. Glaubt mir. Glaubt mir, bitte. Wie geht's denn hier lang, ey? Ich habe einen Plan. Guck mal, ey. Hier kann man... Ich glaube, hier oben liegen sogar seltene Kräuter. War das nicht früher so? Ey, das ist so ein Nostalgie-Flash auch, ne? Wenn man überlegt, wann ich hier das letzte Mal war. Ja? Das war vor 10 Jahren oder so. Ach, gar nicht. Ich hatte irgendwann... das Game nochmal gezockt schon. Wo ich älter war. Ah, egal. Auf jeden Fall ist das Spiel geil. Zack. So. Ich sollte vielleicht... Nee. Wo sind wir denn jetzt hier? Ah, hier sind wir. Okay, weitergehen. Speichern. Penis. Allein die Mucke, ne? Ey, da geht dir einer flöten. Wo bin ich hier? Da... Ach, hier jetzt. Ja, genau. Jetzt bin ich auf der Rückseite von der Stadt. Ja. Ich hab einen Plan, Leute. Ich hab einen Plan. Feuerwurzel. Ey, die nehme ich. Die finde ich immer am besten, ne? Und die ganzen Kräuter. Lehl. So. Da ist ein Flüsschen. Hier ein Wölfchen. Sumpfkraut. Nice. Kann ich nachher kiefen. Sumpfkraut. So, da sind wieder krasse Leute, die mich nicht reinlassen. Gut. Ich habe einen Plan, Leute. Ich habe einen Plan, gar kein Ding. Gar kein Ding. Gar kein Ding. Blut fliegen. Laufen. Ich muss halt jetzt echt viel laufen. Und versuchen durchzukommen. Das ist deprimierend, wenn direkt neben einem die ganze Zeit die Stadt ist, aber man kommt nicht rein. So, da sind wieder Ratten. Sehe ich doch. Warte mal, kann man nicht hier jetzt... Oder muss ich oben hoch zum Leuchtturm und dann... Oh Gott, ey. Ja, heute mal wieder hier auf... Das könnte auch jetzt übel die Fail-Mission werden, ne? Das wisst ihr hoffentlich. Aber ihr kennt ja Hand of Blood, ne? Der geht die Sachen sehr dynamisch an, sag ich mal, ne? Das ist immer hier Butlerfleisch, Dunkel, Arsch, Pilz, lecker. So, ja. Da war was. Da bewegte sich gerade was, oder? Täusche ich mich. Täusche mich. Gut, ja, hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Geilo. Dann muss ich hoch zum Leuchtturm, glaube ich. Da sind aber Banditen. Alter, das wird... das wird jetzt so ein Run, Leute.
Okay, ich will Geld sparen, versteht ihr? Ich könnte die Wachen wahrscheinlich auch bestechen. Falls ich überhaupt genug Geld dafür habe. Immer alles einsammeln, Leute. Gerade wenn man... Also, normalerweise... ich bin zu einem wichtigen Teil wirklich auch... What the fuck? Wirklich auch auf Krieger gegangen. Immer in Gothic. Oder, nee, meistens auf Jäger oder so Dieb. So mit Bogengeschicklichkeit halt. Weil mich das voll genervt hat, dass man immer Kräuter sammeln muss, wenn man ja auf Alchemie und Magie und so geht. Oh Gott, hier die Ratten. Oh Gott. Okay. Alles gut. Nur wieder speichern, kommt hier. Penis, Pimmel, Fratz. So, da muss ich hin. Alter, aber hier sind jetzt Banditen. Und Eber! Wow! Hello! What the fuck? Shit, da muss ich eigentlich hin. Wo bin ich? Oh Gott. Bin ich hier richtig? Nee. Der Eber hat jetzt meine Pläne durchkreuzt, der alte Fettsack. So, jetzt muss ich hier wie runter. Das wird nicht funktionieren. Dann muss ich dahin irgendwie ins Wasser springen. Aber da sind Banditen, Mann. Die knallen mich einfach ab. Seht ihr die? Eieiei. Okay. Ich schaff das. Ich bin Head of Blood. Ich werde krass bangen. Wo tue ich jetzt? Alter, was ist denn hier? Ich muss hier unbedingt zurück. Nachher. Aber ich habe das Gefühl, da wo ich jetzt gerade hinlaufe, ey, ich folge gerade Blut, ne? Das ist nicht gut. Das reimt sich, Leel. Sind die jetzt nur hinter mir her? Ich speichere mal. Ja, auf jeden Fall eine schöne Folge, ne? Lol. So, rostige Lederscheißbeutel. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, was da oben ist. Aber irgendwann... Oh Gott. Ich muss jetzt hier erstmal einsammeln. Guck mal, wenn ich hier irgendwie ins Wasser springen kann, kann ich irgendwie in die Stadt schwimmen. Das wird übel lang dauern. Ein Trank. Noch ein Trank. Alter. Was waren das hier für Tränke jetzt? Alter. Extrakt der Heilung. Boah, fetter Heiltrank. Geilo! Ja. 10 Gold. Oh, doch, da ist ein weißer Rum. Oh. Edler Tropfen hier. So. Ja, sind wir jetzt 3, 2 Risiko oder sind wir Hartz 4? 2, 3 Risiko. Echt? Okay. Alter, seht ihr den Fisch dahin? Warte. Jetzt? Seht ihr den? Ganz links am Bildschirm gerade? Was ist denn das für ein riesiger Fisch? What the fuck? Okay, wir sind 2, 3 Risiko. Deswegen gehen wir hier oben einfach mal hin und schauen mal, was hier ist. Oh Gott, ey. Oh Gott, da ist eine Höhle. Alter, das ist eine Höhle, das kenne ich nicht. Alter, ist das ein Schattenläufer? Schnell weg! Alter, wir kommen die Tränen. Hey. Blutfliege. Shit. Oh Gott, hier schon wieder Wölfe. Okay, ich muss jetzt hier irgendwie runterkommen. So eine Scheiße. Ja, hier kann ich... Oh, Alter, nee. Shit, ey. Kann ich hier runter irgendwie? Nein! Nein! Oh. Okay, hier. 3, 2... Riesig. Das müsste gehen... Boah, nee, das ist auch übel tief, oder? Das sieht nur so aus. Guck mal, da ist noch ein ganzer Baum, ne? Shit. Wie komme ich hier ins Wasser? Ich muss ja doch... Irgendwo muss man doch hier direkt ins Wasser springen können. Wenn man hier richtig Risiko lang sprint... Warte mal. Oh Gott. Oh Gott. Nein, fuck. Ah. Ich schaff das, Leute.
Ich schaff das. Ja, ja, ja. Dat, damit rechnet ihr nicht, ne? Aber, wird gut. Ha! Ja, wir hätten auch einfach mit der scheiß Bauernkleidung. Ich guck mal hier hinterm Turm, ob man da irgendwo runterkommt. Ne? Nicht? So. Auf jeden Fall war da oben Schattenläufer, ey. Oder Komio. Oh, lol. Lol, eine Drachenwurzel. Das ist übel gut, da kann man später ein krasses Getränk draus brauen, ja. Okay. Ich bin so crazy. Warte mal, da hochklettern? Ja, ich muss auch zugeben, ich bin noch nie auf so alternativer Route in die Stadt unterwegs gewesen sein, tun, bleiben, Arsch. Kack! Sorry, ein bisschen primitiv heute hier, ne? Ich finde auch, wir sollten irgendwie jetzt, ich muss jetzt was Intelligentes sagen, um dem so entgegenzuwirken, um es ein bisschen auszugleichen. Okay, Achtung, hier kommt's. Was dem Schwarm der Bienen nicht zugute kommt, kommt auch der einzelnen Biene nicht zugute. Snapper! Fuck! Lol! Alter, das sind... Sackgasse, oder? 3, 2, Risiko, wo bin ich? Alter, ich erforsche gerade die Map. Ich... Dinosaurier! Dino! Dinosaurier! Snapper heißen die. Aber es ist gar nicht gefährliche Musik. Hä? Sind die jetzt nur... Oh ja, die sind nur hinter mir her. Oh, hier ist wieder der Arsch. Haut ab! Geht! Habt ihr ein Hobby? Dann geht und macht euer Hobby. Oh, fuck. Alter, kommt der da gerade hochgekraxelt, ey. Leel, Heilkraut. Geh weg, Jung. Deine Brüder sind am Ausgang. Schissel. Oh Gott. Jo. Auf jeden Fall geht er ziemlich entspannt auf mich. Kann ich hier nicht einfach jetzt ins Wasser springen, Alter? Ja, komm. Risiko. Speichern. Jetzt seid ihr bereit, Jungs und Mädels. Und Abflug. Oh Gott, das wird knapp. Oh Gott, das ist nicht tief genug. Ich lebe! Fuck! Kann der schwimmen? Der kann schwimmen! Und noch einer! In die Fluten. Oh! 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 Guck mal, der Otto hier. Der holt auf! Godzilla! Ja, ist so. Nicht? Wieder heute ein ruhiger Otto-Tag. Ja, ich schwimme jetzt mit dem in die Stadt. Der Marcel ist hier, ne, falls euch wundert. Ich führe nicht selbst Gespräch. So, der lässt doch nicht nach, der Junge. Aber der hat voll die tollen Oberschenkel. Der ist. Oh Gott! Der ist knallhart. Guck mal, der greift mich auch nicht an. Der schwimmt mir einfach nur hinterher. Aber wenn der andere will, bitte langsam. Nö, nee. Der ist jetzt mein Buddy. Buddy! Hi! Hi! Macarena! Hi! Ja. Das ist echt ein... Macarena! Hi! Ja, ja, tschüss. Besseren Abgang. Oh, wo ist er hin? Ja, da ist die Stadt, Leute. Hab ich's gesagt? Hand of Blood hat am Anfang der Folge gesagt, ja,
Guck mal, da können wir auch eigentlich mal irgendwann mal rein. Und Hand auf Blatt macht es. Er gibt einem Piraten, ja, einem Piraten, der normalerweise ausgestoßen wird und, ne? Gibt er, gebe ich Hilfe, ja? Er, Hand of Blood. Und er kommt über Umwege trotzdem zum Ziel, ja? Hier. So, ich verabschiede mich, das war eine weitere Runde. Das war eine weitere Runde, Gothic 1, wir sehen uns gleich wieder. Was machst du denn hier? Alter, nicht jetzt! Ja. Das ist auch ein Weg, an den Stadttorwachen vorbeizukommen. Ja. Hey, Laris, Alter. Ey, den kenne ich noch, stimmt. Hey, Laris, aber der Varan ist nicht hinter mir. Wie bist du hierher gekommen? Ich konnte gerade noch rechtzeitig aus dem Minental fliehen. Zusammen mit Lee und ein paar anderen Jungs. Du kannst dich dann noch an Lee erinnern, klar, oder? Klar. Lee, der alte Sticher. Natürlich kenne ich Lee noch. Ich bin damals mit ihm aus der Kolonie abgehauen. Kurz nachdem die Barriere zerstört wurde. Ja, ja. Er ist jetzt mit seinen Jungs auf dem Hof von Onar, dem Großbauern. Er hat einen Deal mit dem Bauern gemacht. Er und seine Jungs verteidigen den Hof. Alter, ich komme mir angeschwommen. Das war anstrengend. Das war stressig. Ich habe da so einen Vieh am Arsch. Der hockt da immer noch. Und ja, so. Wir reden gleich weiter. Das war eine weitere Runde Gothic 1. Ich hoffe, es hatten alle Beteiligten Spaß. Ja, ich hatte auch sehr viel Spaß. War lustig, so mal in die Stadt zu kommen. Hatte ich auch noch nie. Tschüss.